Da sind wir zurück bei Victoria 3 und wir spielen Schweden. Wir spielen eigentlich das Schweden-Tutorial, ja, aber im Prinzip von Tutorial merkt man im Moment nicht mehr so viel. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Tutorial-Inhalte schon hinter uns. Und was machen wir gerade? Wir sind am Ausbauen. Einerseits wollen wir die gewählte Verwaltung beschließen, damit wir mehr Bürokratie haben und die Kleinbürger mehr politische Stärke haben, anstatt den wie heißen die nochmal? Die Intellektuellen, die im Moment davon profitieren, von der eingesetzten Verwaltung, glaube ich, heißt das. Genau. Das machen wir. Andererseits wollen wir unser Prestige erhöhen. Wir sind im Moment auf Rang 14. Das bedeutet, wir sind Platz 14 direkt in der Mitte dem Osmanischen Reich mit 244 Prestige, von 200 Prestige, was uns schon deutlich vom Brasilien abhebt. Wir bräuchten, und ich glaube, das steht hier, wenn wir hier drüber gehen, ne? Genau, wir brauchen 225 Prestige, um zur Mittelmacht zu werden. Also so viel brauchen wir nicht mehr. 25 Prestige mehr. Und dafür bauen wir gerade so ein bisschen unsere Armee aus. Was mir wichtig ist, ist, dass wir auch Geld sparen, weil es wird einen Krieg geben. So. Und zwar einen Krieg gegen Dänemark. Wir wollen versuchen, Dänemark zu wie soll man es nennen? Wir wollen es unterwerfen, zu einem Vasallenstaat machen. Vielleicht kann man so sagen. Ich glaube, das heißt hier Marionette. Genau, wir wollen es zu einer Marionette machen. Und zwar so und zwar schnell genug, damit immer noch Schleswig-Holstein und also Schleswig und Holstein mit dabei ist. Weil sonst hätten wir nur Jutland und Seeland. Das wäre natürlich schon ein bisschen mickrig, das Ganze. Dänemark besitzt im Moment hier sehen wir es 15 Bataillone und 8 können sie einberufen. Wie schaut es bei uns aus? Wir haben 39 und können 14 einberufen. Also wir sind definitiv mächtiger. Das Problem ist aber vielleicht die Diplomatie Dänemarks. Mit wem stehen sie denn gut? Sie verbessern ihre Beziehung mit den Vereinigten Staaten. Ich weiß nicht, ob die Vereinigten Staaten tatsächlich Interesse hier in diesem baltischen Gebiet haben. Wenn nur ein Staat, der Interesse hat, kann auch eingreifen. Dann Dänemark, Hannover interessiert uns eigentlich nicht. Bremen, okay, und Baden, ja, das sind so kleine. Sie haben ein Bündnis mit der Hudson Bay Company. Oh, was bedeutet nochmal Bündnis? Was bedeutet Bündnis? Das müssen wir uns mal angucken. Hier, ein Bündnis. Ein Diplomatiepakt zwischen zwei Ländern. Länder, die ein Bündnis eingegangen sind, können in Diplomatie spielen, immer füreinander Partei ergreifen, ungeachtet dessen, ob die andere Seite ein aktives Interesse an der betroffenen Strategieregion hat oder nicht. Dies gilt unabhängig davon, ob das andere Land Initiator oder Ziel des Spiels ist. Okay, also die Hudson Bay Company wird eingreifen können. Sie haben aber auch nicht so großes Militär, wenn ich das richtig sehe. Schauen wir uns das mal zusammen an. Wie schaut es hier aus? Ja, 12 Bataillone und 20 Freiwilligen. Also, die sind auch nicht so viel größer wie Dänemark, obwohl sie schon ein sehr großes Gebiet hier kontrollieren, muss man dazu sagen. Ganz Kanada und ein bisschen was von der USA sogar. Die USA kann sich gegen Mexiko nicht so gut durchsetzen. Ne? Also, hier haben sie es schön kolonisiert, das haben sie irgendwie hinbekommen. Aber gegen Mexiko können sie sich nicht so durchsetzen, wie es ausschaut. Kuba ist spanisch. Stimmt das? Oder ist das nur zufällig gelb? Ich glaube, das ist unabhängig. Das ist eine Kleinmacht. Unabhängige Kleinmacht. Da sind die Niederlande. Sachen gibt's. Sachen gibt es. Sind hier auch schon kolonisieren, die Niederlande? Ich glaube, das hier, oder? Oranje. Könnte sein. Hm. Kriegen wir noch was ab vom Kolonisierungskuchen? Oder ist der Zug schon abgefahren? Vielleicht können wir gucken, wenn wir dieses Gesetz entschieden haben, wie es in die Richtung weitergeht. So. Ja, ich muss ein bisschen Geld anhäufen. Im Moment sind wir bei 80.000 Kredit, aber das wird sich jetzt verbessern. Bauen wir gerade was? Wir bauen gerade nichts. Der Investitionsfonds ist schon relativ groß. Ich habe leider vergessen, was wir die letzten Male gebaut haben. Aber auf jeden Fall ist die Kohlehandelsroute hier ineffektiv geworden mit Großbritannien. Deswegen werden wir die mal aussetzen. Kohle produzieren wir ja inzwischen selber relativ viel. So, die Radikalen sind wieder ein bisschen mehr geworden. Das gefällt mir gar nicht. Plus 40 vom letzten Jahr. Wir sehen immer hier die Veränderung zum letzten Jahr hin. Was können wir denn denen hier Gutes tun? Ich glaube gar nichts, weil die haben keine Arbeitslosen. Deswegen.
Es ist schwierig, wenn man noch was baut. Hier, die Lebensmittelfabrik hat sogar Bedarf an Arbeitskräften. Der Viehhof hat Bedarf an Arbeitskräften. Ich glaube, wir brauchten eigentlich brauchten wir Farbstoffe. Und Chemiefabriken hatten wir hergestellt, um Sprengstoffe herzustellen. Ne? Hatten wir jetzt eine Chemiefabrik gebaut oder nicht? Schaut nicht so aus. Da ist auch keine. Und da ist, glaube ich, auch keine. Ich baue tatsächlich erstmal eine Chemiefabrik. Sobald wir hier bei ungefähr 150.000 Investitionsfonds sind, mache ich das mal. So, wir sind den Kredit wieder zurückgezahlt. Wenn das der Fall ist, werde ich anfangen, wieder ein paar Bataillone zu bauen, um unseren Rang weiterzusteigen. Wir sind bei 204 von 225. Sehr gut. Das liegt daran, dass unser Bruttoinlandsprodukt gestiegen ist, glaube ich. Embargo beendet zwischen Norddeutschen Bund und Österreich. Okay. Der Norddeutsche Bund, der wird immer größer und gefährlicher. Ich glaube, hier ist nochmal eine... Hier ist ein Diplomatiespiel am Laufen. Ich weiß leider nicht mehr, welches. Ich glaube, da geht es um... Hamburg, Bremen, um irgendeins dieser Länder. Was ist hier los? Verwüstung. Ach du meine Güte. Ja, wir haben eine Revolution, aber die ist, glaube ich, schon wieder am Sinken, oder? Plus 50 kann sie maximal erreichen. Ja, ja. Da brauchen wir keine Angst haben. Dienst nach Vorschrift wurde aktiviert. Dadurch bekommen wir weniger Baueffizienz. Jawohl. Kann man nichts machen. Luxuskleidung ist immer noch sehr teuer hier bei uns. Kleidung müssen wir ein bisschen verbessern, glaube ich, oder? Den Zugriff auf Kleidung. Kleidung ist nämlich sehr teuer. Und das könnte auch die gestiegenen Lebensmittelkosten hier mit beinhalten. Stahl ist auch sehr teuer. Also ein Stahlwerk wäre auch nicht schlecht, wenn wir noch hätten. Werbemittel haben wir sogar. Ein bisschen Nachfrage und ein bisschen ja, Angebot. Motoren, ja. Motoren stellen wir selber her inzwischen. Lebensmittel. Kohle ist relativ okay. Werkzeuge sind relativ okay. Das ist schön. Das freut mich. Chemiefabrik wird es jetzt aber sein, damit wir Sprengstoffe bauen können, damit die Minen effizienter arbeiten können. Luxuskleidung. Wieder ein bisschen teurer geworden. Gerade wurde sie ein bisschen billiger, jetzt ist sie ein bisschen teurer geworden. Fisch und Transport. Ja, Transport ist wirklich teuer. Die Radikalen steigen. Jetzt sind wir im Plus. Sehr gut, wir haben sogar schon plus 65. Ich hätte gerne plus 1 Million, um den Krieg zu beginnen. Aber ich weiß nicht, ob das zu übertrieben ist. Ob wir gar nicht so viel brauchen, ich weiß es nicht. Da wir jetzt aber im Plus sind, können wir jetzt anfangen, hier nochmal ein Bataillon zu bauen. Also eine Kaserne. Ich glaube, ich brauche erstmal nur eine. Ja, da sind wir auch schon wieder im Minus. So schnell geht's. Der Investitionsfonds wird da übrigens nicht für angegriffen, für diese Kaserne. Die kann da nicht mitgebaut werden. Teure Militärwaren, Opium. Oh, haben wir tatsächlich, brauchen wir Opium? Warum brauchen wir Opium? Wer braucht Opium? Kasernen, aber nur wenn wir das richtig eingestellt haben. Und ich glaube, ich hatte das nicht eingestellt, dass sie Opium brauchen. Opium brauchen sie für die Versorgung von Verletzten. Schauen wir uns noch mal kurz an. Also, eigentlich dürfte das nicht der Fall sein, dass sie Opium brauchen. Ach, schaut mal, wir haben eine neue Möglichkeit. Wir könnten die Plänkler-Infanterie machen. Da haben wir mehr Offensive und Defensive. Mehr Ausbildungsrate, mehr Machtprojektion. Sehr gut. Und wir haben sogar noch neue Gewehre. Warten wir kurz ab. Schaltet Repetiergewehre für Waffenfabriken frei, für zu Handkurbel, Gatling-Geschütz und Bolzen-Repetiergewehre. Und der verbesserte Dünger wurde freigeschaltet. Okay. Das ist schon mal schön. So, wie schaut es jetzt hier aus? Plänkler-Infanterie. Dafür bräuchten wir weniger Soldaten, aber mehr Offiziere, wenn ich das richtig sehe. Und wir brauchen Munition. Munition haben wir halt gar nicht. Die Munition würde sehr teuer werden. Wer stellt Munition her? Schauen wir uns das mal kurz an. Munitionsfabriken. Okay, wir haben noch keine Munitionsfabriken. Da müssen wir noch mal ran. Da müssen wir noch mal ran. So, Kavallerieaufklärer. So, und hier haben wir doch Wundversorgung und Wundversorgung braucht doch gar kein Opium. Erst die erste Hilfe braucht Opium. Das haben wir aber nicht eingestellt. Also eigentlich dürfen wir gar kein Opium brauchen. Außer hier braucht jemand Opium. Nein. Und hier? Auch nicht. Nein. Das hätte mich auch gewundert. Na gut.
So, wir sind schon wieder im Plus. So schnell geht es. Und können dann deshalb auch eigentlich die nächste gleich bauen. Sehr gut. Und wie viel haben wir hier? 95.000. Der Investitionsfonds wächst leider nur sehr wenig. Die Frage ist, warum der so wenig wächst. Man muss das mal irgendwie anzeigen lassen. Vielleicht hier bei Etat. Hier plus. Ja. Gebäude, die Investitionsfonds Geld hinzufügen. Die Eisenminen, die Stahlwerke. Die beiden. Okay. Bisschen auch die Möbelfabrik. Interessant. Also brauchen bessere Stahlwerke, bessere Eisenminen. Sollten wir vielleicht ein Stahlwerk bauen? Soll das das heißen, dass wir ein Stahlwerk bauen sollen? Könnte sein. Wir haben nur drei Dinger da und davon ist eins die benötigten Konvois. Da stehen wir ja eigentlich ganz gut dann da. Wenn das nur die Konvois sind. Und es startet in Aufruhr natürlich. Ja, da würde ich sehr gerne was dagegen machen, aber irgendwie ist mir noch ein bisschen unklar, was wir dagegen machen können. Immerhin, die Lebensmittelfabriken haben jetzt alle Beschäftigten voll, wie es ausschaut, und verdienen gut Geld. Das ist doch schön. Da würden wir mehr Zucker, Zucker verbrauchen und Spirituosen herstellen. Das brauchen wir eigentlich nicht. Da hätten wir jetzt die Vakuumierung. Dafür bräuchten wir Öl, Getreide, Fisch. Und mehr Lebensmittel herstellen. Also statt Eisen bräuchten wir dann Öl, aber Öl haben wir gar nicht. Süßungsmittel, Backpulver. Es gibt nicht genügend Pops mit Qualifikationen, ja, die kommen dann schon. Getreide und Zucker, ja, würde der Zucker sehr teuer werden. Zucker haben wir natürlich auf unserem Markt gar nicht. Den müssten wir importieren, glaube ich, denn der wird ja aus Zuckerrohr gemacht. Denn der nicht? Achso, ich habe die Zeit angehalten. Ach, geschlossene Grenzen beschließen wird verlangt, oder? Die hätten gerne geschlossene Grenzen. Was bringt denn geschlossene Grenzen? Alle Props dürfen nicht migrieren. Da sind aber eigentlich die meisten dagegen. Die meisten sind schon für Migrationskontrolle. Diskriminierte Props dürfen nicht emigrieren. Wer möchten das denn? Die Landbewohner. Ja, die radikalen Landbewohner wieder. Importroute für Klipper abgebrochen. Geschlossene Grenzen beschließen. Ja, das haben wir gerade uns angeschaut. Stromerzeugung breitet sich aus. Moderne Krankenpflege. Und ja, deutlich Bericht. Okay. 37% Chance haben wir, dass wir es jetzt direkt gleich in 66 Tagen beschließen, dieses Gesetz. Ich glaube aber noch nicht so wirklich dran. Und wir sind schon wieder im Plus. Haben jetzt 100.000 Investitionsfonds. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, hier eine Chemiefabrik zu bauen. Chemiefabrik sei es jetzt erstmal. Noch 52 Tage. Dann kommt eventuell, ich denke mal, das neue Gesetz vielleicht. Und dann schauen wir uns an, was wir als nächstes. Welche Richtung wir als nächstes gehen wollen. Und wie schaut denn unsere Regierung im Moment aus? Landvolkpartei, radikale Partei. Die tendieren zur Volkspartei. Die tendieren zu gar nichts. Die tendieren zur radikalen Partei, die auch und die auch. Die radikale Partei würde also riesengroß werden. 37 plus 12 sind 49 plus 8 sind... Plus 8 sind 57 und 7 sind 64. 64% würden die bekommen. Wow, okay. Ein großer Anteil der askenischen Bevölkerung migriert in den Staat Timbuktu sowie die umliegenden Staaten. Also die sind weg. Die wollen uns nicht mehr, beziehungsweise wir wollen sie nicht. Wir diskriminieren sie. Dadurch haben wir Leute verloren. Und wir haben viele Radikale. Wir haben viele Radikale. Warum sind da neue dazugekommen? Durch den Rückgang des Lebensstandards hauptsächlich. Ja. Da müssen wir was dagegen tun. Vielleicht Dänemark erobern. Preußen wäre gerade, also der Norddeutsche Bund wäre gerade beschäftigt. Wie viel brauchen wir noch? Und wir brauchen gar nicht mehr wirklich viel. Wir brauchen wirklich gar nicht mehr viel. Dann baue ich doch einfach nochmal eine Kaserne hier. Tja,
dann sollte es bald soweit sein. Wir haben 220 von 228. Das heißt, wir brauchen nur noch 8 Prestige. Und eigentlich hätten wir, glaube ich, das sogar schon, wenn wir nicht diese Malus hier hätten. Die Sozialkritik, das wäre, ist nämlich minus 10% Prestige, weil die so unzufrieden sind. Die sind aber bei minus 5, glaube ich, oder? Oder wo sind die? Die Intellektuellen. Schauen wir uns mal ganz kurz an. Die Intellektuellen, wo seid ihr? Die sind bei minus 12. Wow, okay. Ja, das wird dann nicht so schnell was. Ich glaube, die sind gegen die gewählte Verwaltung, weil sie natürlich dann ihren Einfluss verlieren, das ist klar. Das mögen die gar nicht. Eine Handelsroute für Eisen ist nicht mehr produktiv, dann weg damit. So, Investitionsstufe der Institution Gesetzeshüter wurde auf 2 erhöht, da müsste sich eigentlich hier der Aufruf verringern. Näher findet sich. Wir haben jetzt das Gesetz gewählte Verwaltung. Es hat tatsächlich geklappt, wir konnten das Gesetz durchführen. Minus 15% Bürokratie. Plus 25 politische Stärke. Wir müssen jetzt aber schauen, ob die Versteuerung noch passt, weil vorher hatten wir durch die eingesetzte Verwaltung hatten wir mehr Steuereffizienz und die ist natürlich jetzt dadurch gesunken. Das schauen wir uns, müssen wir uns anschauen. Die Kleinbürger billigen es, bekommen plus 5, aber die Intellektuellen bekommen minus 5 und die Grundbesitzer auch, weil die finden das blöd. Okay. So, Steuereffizienz. Schauen wir mal kurz rein. 46 von 150 passt. 151 von 252 passt auch. 88 von 160 passt auch. 63 von 170 passt auch. Und hier 3 von 150 passt sowieso. Wunderbar. Das passt alles. Ja, und unser Investitionsfonds ist jetzt leider aufgebraucht, weshalb wir jetzt Minus machen. Aber wir haben 100.000 auf der hohen Kante, also das ist noch kein großes Problem. So, die Verdammungsfreiheit wiederherstellen. Ist auf 0 die Radikalität, das heißt, sie werden demnächst auch auf 0 zurückgehen. Das ist gut. Dann haben wir das erledigt. So, wie schaut es mit unserem Rang aus? 219 von 230. Ja, ja. Die Versammlungsfreiheit wiederhergestellt wurde aufgelöst. Okay. Lita Drache, grüß dich. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Was führt dich her? Ein Bataillon in Reserve. Stimmt, jetzt haben wir mehr Soldaten, als wir von unserem General befehligen können. Wir werden dann kurz vor dem Krieg nochmal einen zweiten General rekrutieren müssen, um dann alle unsere Soldaten befehligen zu können. Oder wir können auch unseren General noch befördern. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wir spielen tatsächlich Single. Ah, okay. Dann viel Erfolg. So, Schlacht um Emden. Oh ja, der Norddeutsche Bund hier, der verbreitert sich. Der wird sich das ganze Zeug hier schnappen. Aber so richtig. Dankeschön. Danke dir auch, Elite-Drache. Schön, dass du kurz reingeguckt hast. So, der Dünger ist billiger geworden. Nee, teurer geworden. Was ist denn hier los? Ist unsere Chemiefabrik eigentlich gebaut worden? Die wird gerade gebaut. Ich bin gespannt. Danke für den Follow. Nur wieder eine unproduktive Handelsroute. Motoren, was ist denn hier los? Warum denn die Motoren? Die importieren wir, die exportieren wir. Österreich möchte unsere Motoren nicht mehr haben. Stellen Sie selber viele Motoren her, kann das sein? Sehen wir das irgendwie hier? Ich glaube schon, oder? Warte mal. Nee, so sehen wir es nicht. Wir müssten da tatsächlich uns durch die einzelnen Dinger durchklicken. Wir gucken mal in der Hauptstadt Wien nach, was die hier haben. Stahlwerke haben sie auf jeden Fall, Tuchfabriken, aber Motorenwerke sehe ich da nicht. Motorenwerke sehe ich nicht. Irgendwo hier. Oh, Friedensvertrag. Norddeutsch Elbe wurde erobert, Norddeutsch Hannover wurde erobert und norddeutsche Kriegsreparaturen. Ich glaube, das wurde nicht durchgeführt, oder? Ich glaube, das nicht. 1860 wurde das beschlossen. So. Veteranenberater wurde deaktiviert. Schade. Schade, schade, schade. Ja. Also ich werde jetzt hier nicht komplett Österreich absuchen, ob die irgendwo Motoren herstellen, aber vielleicht mal hier hinten irgendwo. Ich sehe nichts. Glashütten haben sie. Aha. Holzfällerlager, also so wirklich
So wirklich modern im Verhältnis zu uns sind die jetzt auch nicht. Stahlwerke haben sie relativ viele, aber auch nicht so super viele. So, wann wird eigentlich die Chemiefabrik fertig? Wir haben immer noch Plus, also von dem her brauchen wir uns da keine Sorgen machen, aber ich hätte doch ganz gerne mal nochmal die eine oder andere Kaserne gebaut. Schlecht was nicht. So, unsere Chemiefabrik ist fertig, dann schaue ich mal kurz mal rein. Da gab es ja eine Verwirrung, dass die nur Dünger herstellen, aber eigentlich müssen die doch auch Sprengstoffe herstellen. Ich verstehe das nicht. Vielleicht kann man das hier einstellen. Nee, dann produzieren wir auch bloß Dünger. Das ist alles irgendwie sehr merkwürdig. Eigentlich müssten wir Sprengstoffe herstellen. Hier, wenn wir das Leblanc-Verfahren einsetzen, dann stellen wir Sprengstoffe her und weniger Dünger. So schaut es nämlich aus. Hier noch mehr Sprengstoffe, noch weniger Dünger und hier am meisten Sprengstoffe. Dafür bräuchten wir aber Kohle und Schwefel. Schwefel haben wir, Schwefel würde aber sehr teuer werden. Aber ich denke, das passt. Und dafür haben wir aber einen Haufen Sprengstoffe. Vakuumverdampfung. Ich mache das jetzt einfach mal. Was kostet die Welt? So. Wir machen die Vakuumverdampfung, stellen dafür viele Sprengstoffe her. Und die Sprengstoffe können wir doch dann wiederum in unseren Minen verwenden. War das hier? Nein, das war hier. Hier, Dynamit. Verbraucht Sprengstoffe, hat aber dann die Möglichkeit, wiederum Ingenieure einzustellen und Eisen, viel Eisen herzustellen. Ich stelle es einfach mal um. Du könntest aber wieder zurückstellen, aber ich denke mal, das ist die richtige Wahl. Haben wir hier auch Minen? Ja. Da sind wir noch bei Spitzhacken und Schaufeln. Das passt aber auch ganz gut, weil wir haben ja sowieso so viele Arbeiter, die wir hier in Sverland beschäftigen müssen. Wir könnten aber eigentlich schon auf Kondensationsmotorpumpe umstellen. Was ist jetzt los? Warenzufuhr knapp. Knappheit der Waren Sprengstoffe. Ja, das können wir ändern, indem wir noch mal eine Chemiefabrik bauen. Ja, oder die Chemiefabrik upgraden. Pass mal auf. Können wir die noch irgendwie upgraden? Ja, es gibt nur den verbesserten Dünger. Ich weiß nicht, ob das dann. Da bräuchten wir kein Schwefel mehr. Da bräuchten wir tatsächlich kein Schwefel mehr. Doch, wir bräuchten immer noch Schwefel. Wir bräuchten immer noch Schwefel, aber nicht mehr, sondern genauso viel. Wir bräuchten aber ein bisschen mehr Eisen. Ja. Können wir aber eigentlich machen, ne? Eisen haben wir genug. Ja, Eisen haben wir genug. Machen wir. Das passt soweit. Und dann würde ich einfach noch mal eine Chemiefabrik bauen. Das hilft nichts, um die Sprengstoffe herzubekommen. Brauche ich sogar zwei. Da gehen wir jetzt ein bisschen ins Minus, aber ich glaube, das lohnt sich. Leute haben wir genug in Sverland, die wir beschäftigen können. Machen wir das jetzt einfach mal. So, und währenddessen stelle ich meine Eisenminen um. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Riesenfehler ist, aber wir machen es einfach mal. Und die Kohleminen können wir, glaube ich, auch umstellen, ne? Auf Dynamit, genau. Damit sollten die auch noch mal effektiver werden. Ja, Dynamit ist schon wieder ein Mangelprodukt. Aber es dauert ja auch, bis die Chemiefabriken gebaut werden. Es dauert ziemlich lange. Wir werden ziemlich lange jetzt Minus haben. 20 Wochen lang, wow. Okay. Gut, während das gebaut wird, schauen wir uns mal die Gesetzeslage an. Was für Gesetze können wir etablieren? Die R-Verwaltung, nein, die eingesetzte Verwaltung auch nicht. Die Bauernaufgebote, wir haben im Moment Berufsarmee, plus 25 politische Stärke für die Streitkräfte, 100 Kasernenmaximalstufe, plus 50 Einberufungszentren-Maximalstufe und plus 1% Einberufungsrate, kann 14 Bataillone mobilisieren. Da hätten wir dann 25% politische Stärke für die Grundbesitzer. Nur 25 Kaserne Maximalstufe, 25 Einberufung, ja, also beides weniger, dafür aber 25% Militärwarenkosten weniger und 2% Einberufungsrate. Also wir könnten mehr einberufen, hätten dafür aber dann weniger Kasernen, ja. Ja. Aber das ist eigentlich sehr unbeliebt im Prinzip. Traditionalismus, im Moment haben wir Interventionismus.
Ja, Erlaubnis für Gebäudesubventionen, 5% Beitrag zur Investitionsfonds von den Aristokraten, 25% von den Kapitalisten und da hätten wir dann 25% mehr Bürokratie, minus 25% Besteuerungskapazität und ja, Erlaubnis für Gebäudesubventionen, Infrastruktur und Handelszentren. Da hört sich nicht so in. Agrarismus, da könnten wir nur Landwirtschaft unterstützen, das möchte ich eigentlich auch nicht. Verbrauchsteuern. Nee, ich hätte gerne tatsächlich die Proportionalsteuern. Die wären interessant. Die wären interessant. Im Moment haben wir die Kopfsteuer, die ja relativ ungerecht ist, weil sie vor allem die Arme besteuert. Proportionalsteuern geht leider nicht. Leibeigenschaft, Vormundschaft, geschlossene Grenzen, Präsidialrepublik, Geheimpolizei. Im Moment haben wir kein Amt für Inneres und dann hätten wir ein Amt für Inneres. Minus 5% Unterdrückungsauswirkungen auf die Interessengruppenanziehung, minus 10% Fortschrittstempo für Revolutionen und minus 10% Protestbewegungsradikalität. Wäre schon nicht schlecht, ne? Wollen auch die meisten, schaut euch das an. 60% wären dafür. Nur die Intellektuellen sind dagegen und die würden dann auf minus 30 gehen. Wow. Und hier wären die Grundbesitzer dagegen und würden von 8 auf 3 gehen. Berufspolizei. Schau ich mir gleich mal an. Da hätten wir noch Militärpolizei und dann hätten wir kein offener Dissens. Da sind wir aber erst auf Zensur gegangen, das passt schon. Also die Polizei wollen sie ganz gerne verändern. Nee, ich muss hier hingehen. Das wäre, wo wäre das denn? Ich finde es gerade nicht. Hier. Nationalgarde. Ja. Plus 0% Einberufungsrate, minus 10% Fortschritt für Revolution und minus 5% Protestbewegungsradikalität. Und hier hätten wir plus 2 maximale Investitionen für Institutionen Amt für Inneres. Und da hätten wir aktiviert das Amt für Inneres. Okay. Minus 5% Unterdrückung, minus 10 und minus 10. Das haben wir vorhin schon angeschaut, ne? Da wären die schon sehr dafür. Aber es interessiert mich jetzt nicht so wirklich. Es interessiert mich tatsächlich nicht so wirklich. Ich würde gerne in die Kolonien reingehen. Wie schaut es denn da aus? Kolonien. Hier. Den hier hätte ich gerne. Die Streitkräfte würden das belegen. Das heißt, wir müssen die Streitkräfte in die Regierung holen. Können wir nach den nächsten Wahlen vielleicht machen. Und da wären schon eigentlich die meisten dafür. Koloniale Umsiedlung oder koloniale Ausbeutung. Für koloniale Ausbeutung wären sogar noch mehr. Die Streitkräfte und die Industriellen. Die Gewerkschafter sind dagegen und die Landbewohner sind dagegen. Die würden das sehr. Die würden auf minus 20 gehen. Tja, gut, aber koloniale Ausbeutung bedeutet minus 25% Subsistenzausstoß in nicht inkorporierten Staaten, minus 25% Anfangsgehälter nicht inkorporierten Staaten, minus 25% Spannungsverfall, plus 10% Durchsatz in nicht kooperierten Staaten, aktiviert Institut Kolonialamt. Das koloniale Ausbeutung heißt plus 0,1 Kolonialwachstum. Und hier hätten wir auch plus 0,1 Kolonialwachstum. Wir hätten plus 100% Migrationsanziehung in nicht inkorporierte Staaten. Da würden aber die Leute von uns weggehen. Ne? Die würden von uns weggehen und dann in die Fremde. Ich glaube, koloniale Ausbeutung ist eher interessant und da sind auch mehr Leute dafür. 30%. Also mehr Parteien oder mehr Gruppierungen sind da dafür. Die Streitkräfte und die Industriellen. Können wir einen von beiden in die Regierung holen? Das ist die Frage. Die Streitkräfte könnten wir rüberholen, glaube ich. Wir könnten eventuell die Streitkräfte rüberholen. Die sind ja nicht gegen die Monarchie, oder? Nein. Also jetzt geht's eh nicht, glaube ich. Nee, wir können jetzt keine neue Regierung bilden, weil wir ja gerade keine Wahlen haben. Aber wann sind die nächsten Wahlen? Ich muss das mal kurz an. Die nächsten Wahlen sind. Ja, die sind schon bald, in einem Jahr. Und dann werden wir die Streitkräfte in die Regierung holen. Die sind eh relativ groß und die mögen uns auch. Das sollte eigentlich passen. Ich weiß nicht, ob unsere Legitimität darunter sehr leiden wird, aber ja, wir müssen mal gucken. Ja, wir schauen einfach mal. Und wie alt ist unser König inzwischen? 98. Ich glaube es ja nicht. Unser König ist 98. Und sein Nachfolger gehört zu den Intellektuellen. Eieieiei. Thronfolger und Politiker. Auch französisch und gemäßigt. Und beliebt ist er. 62 ist er auch schon. Na gut. So, wir sind wieder im Plus, weil die Chemiefabrik gebaut ist. Bedeutet, dass das Nitroglycerin jetzt kein Mangel mehr ist.
Also das Dynamit, ja. Das Dynamit ist kein Mangel mehr und ich glaube, es ist jetzt auch nicht so mega super teuer. Es ist schon teuer, aber nicht so super teuer, oder? Ja, 49%. Das ist gerade noch so okay. Was ist das? Tee. Tee ist als neue Ware dazu gekommen, wahrscheinlich aus England. Die Färbemittel sind okay. Kann man mit dem Färbemittel nicht irgendwas anfangen? War da nicht was? Kameras freigeschaltet. Plus 5% Prestige. Bedeutet das, dass wir jetzt genug Prestige haben für eine Mittelmacht? Ja, fast. Fast, 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 fast. Okay, wir haben immer noch einen Kredit. Wenn wir den Kredit zurückgezahlt haben, dann werde ich nochmal weitermachen mit unserem Militärausbau. Das ist unproduktiv und Möbelexport. Den lassen wir aber mal. Den lassen wir mal. Wofür braucht man nochmal die Färbemittel? Für irgendwas brauchen wir die Färbemittel. Um das hier umzustellen? Ja, das hier umzustellen. Die Kleidung auf Nähmaschinen umzustellen. Dafür brauchten wir die Färbemittel. Und die Färbemittel kriegen wir nochmal woher? Ich glaube aus einer Färbemittelfabrik, ne? Von den Kunststoffwerken. Und die Kunststoffwerke haben wir noch nicht, weil wir noch nicht erforscht haben Anilin. Das war das Problem. Können wir dann vielleicht Färbemittel importieren? Färbemittel. Opium könnten wir importieren. Wo finde ich denn die Färbemittel? Ich finde sie gar nicht hier. Ja, wir könnten sie zum Beispiel aus Britannien importieren, würden dabei sogar noch Geld verdienen. Aus Dänemark auch, aber das kommt nicht in Frage. Aber Großbritannien ist ganz gut. Machen wir das mal. Und dann müssten wir ja eigentlich die Färbemittelkosten senken. Wir könnten dabei den Tuchfabriken die Nähmaschine einstellen. Hätten damit wesentlich mehr Kleidung hergestellt. Ja, im Moment haben wir noch Warenknappheit. Rang verbessert! Sehr gut, heißt das, dass wir Mittel. Oh, schau mal, wir sind auf Platz 11. Wir haben 235 Macht. Sehr gut. Spanien ist auch gegen Dänemark. Das ist für uns gut, weil Spanien ist unser Verbündeter. Das ist Rang 11. Schau mal, wir sind über King, also Qing, über Ägypten und über dem Osmanischen Reich. Warum hat sich das jetzt so sprunghaft erhöht? Wegen dem Bruttoinlandprodukt vielleicht? Vom Lebensstandard sind wir sogar auf Platz 2. Die Leute sind am zweit, haben den zweithöchsten Lebensstandard bei uns im Land, auf der ganzen Welt. Besser ist nur Langfang. Langfang, das ist wahrscheinlich irgendwo, ja, das ist ein Vasall von Qing. Die haben auch wesentlich weniger Bevölkerung. Wir haben ja über 3, wir haben 3,5 Millionen und die haben nur 90.000, also. Norwegen ist direkt auch hinter uns. Sehr schön. Bruttoinlandprodukt sind wir wahrscheinlich schlecht. Ja, da sind wir hier unten irgendwo. Da sind wir nicht gut. Ja, gut. Das ist sehr schön. Das bedeutet jetzt, dass wir, wenn wir in der Mittelmacht sind, können wir den Krieg erklären. Sollen wir vorher noch ein bisschen. Ja, also erstmal Färbemittel nochmal importieren. Aus Spanien. So, Norwegen unterstützt Schweden. Was soll das bedeuten? Vereinigungskandidat für Skandinavien. Ah, wir können Skandinavien bilden. Schweden wird so, jetzt ist jetzt ein Vereinigungskandidat für das Land Skandinavien Länder erhalten. Ein Vereinigungskandidat ist ein Land, das als möglicher Kandidat für eine Vereinigung gilt. Wie man sich als Vereinigungskandidat qualifiziert, hängt davon ab, welche Nation vereint werden soll. Ah, interessant, okay. So, was bedeutet das jetzt für uns? Können wir uns jetzt vereinigen? Unabhängigkeit gewähren? Nein. Hier steht nichts. Demütigen Marionettenzwang? Ah, jetzt kommt das. Jetzt ist es doch interessant hier. Schweden zwingt Dänemark, eine Marionette zu werden. Dies zu verlangen, wird ein Diplomatiezwischenfall in der Region Balten führen, was Schweden 25 Verrufenheit einbringt und seine Beziehungen zu 10 Ländern verschlechtert. Zu Beginn des Diplomatiespiels stehen wir diesen Feinden gegenüber: Dänemark, Hudson Bay, Schleswig und Ojo. Die haben aber alle zusammen nicht besonders viel. Wir haben dafür Norwegen als Verbündeten. Wir glauben, dass sich diese Länder unserer Seite anschließen, Russland, und diese Länder einer der beiden Seiten anschließend neutral bleiben: Großbritannien, Frankreich, Norddeutscher Bund, Österreich, Niederlande, Spanien. Ja, jetzt ist die Frage: Schlägt sich einer davon auf Seiten von Dänemark? Das ist die Frage. Aber ich glaube, Dänemark hat mit keinem dieser Länder besonders gute
Beziehungen. Wir schauen uns mal ganz kurz an hier bei der Diplomatie. Bündnis, Verteidigungspakt mit Ojo, interessiert uns eigentlich nicht. Rivalität mit Niederlande, mit Schweden und mit Spanien. Zollunion mit Dahomey und mit Ojo. Ich glaube, das sind ihre Kolonien eventuell. Dahomey könnte ihre Kolonie sein. Mit Schleswig eine Personalunion. Wo ist Dahomey? Wo ist das? Ich hätte das ganz gerne mal. Ja, das könnte auf jeden Fall zu Dänemark, wenn die dänisch sind. Pass mal auf. Die müssen irgendwo hier sein, wahrscheinlich. Großbritannien, Niederlande. Dahomey, sind doch irgendwo hier. Da sind die. Da sind die. Die sind aber. Also, die können zum Markt dänisch tatsächlich. Interessanterweise. Und. Aber die sind unabhängig. Ich glaube schon, dass sie unabhängig sind. Das ist keine Kolonie. Oder ist das eine Kolonie? Das ist ein Fürstentum. Ich glaube, das ist keine Kolonie. Okay. Schade. Also, wenn es eine Kolonie gewesen wäre, würden wir die ja auch bekommen, wenn wir Dänemark erobern. Aber es ist offensichtlich keine Kolonie. Na gut, der Norddeutsche Bund ist mal wieder im Krieg mit Österreich, wenn ich das hier richtig interpretiere. Und mit Russland. Und mit Bayern. Sie erobern Bayern. Was ist da los? Können wir das anschauen? Können wir das irgendwie anschauen? Also, das ist sehr unübersichtlich. Können uns das nicht wirklich anschauen. Hier können wir uns was anschauen. Also, Deutscher Bund gegen Österreich. Das ist eine super Gelegenheit. Das heißt, weder der Norddeutsche Bund noch Österreich können jetzt irgendwie aktiv da was machen, weil da auch Russland mit dabei ist, glaube ich, oder? Es ist dabei Bremen, Württemberg, Hohenzollern, Waldeck und das Osmanische Reich. Und auf österreichischer Seite ist Russland mit dabei. Ah, sehr schön. Wir können Dänemark, denke ich mal, jetzt bedenkenlos angreifen. Die Frage ist, wollen wir vorher noch ein paar Armeen? Wir haben 50 Bataillone im Prinzip. Und die hätten insgesamt 16 plus 18 sind 34 und 11 sind 45. Das ist fast dasselbe. Wir werden wahrscheinlich keinen Verbündeten bekommen. Kann ich mir vorstellen. Also höchstens Spanien oder sowas. Und die helfen uns nicht wirklich viel. Tja, dann bauen wir vielleicht doch noch mal das eine oder andere Bataillon. Wir können es uns leisten. Pass mal auf. Ich baue jetzt hier einfach noch mal zwei. Baue hier noch mal eins. Oder auch zwei. Komm. Komm, wir hauen jetzt mal auf die Kacke. Und bauen hier noch mal zwei. Ich hoffe, wir verschulden uns jetzt nicht. Aber es sollte passen. Ich denke, es sollte passen. Was haben wir denn hier noch? Teure Militärwaren, Artillerie ist teuer, okay. Ja. Kann weitere erklärte Interessen unterhalten. Wir haben nun zwei von vier erklärte Interessen. Ja, da müssen wir uns darum kümmern, wenn wir vielleicht den Krieg geführt haben. Oder ist es sinnvoll, das jetzt schon zu machen, um eventuell Verbündete reinzuholen? Wo können wir das machen? Interessen erklären. Wir haben Interessen an Balten, Norddeutschland und Nordsee. Und wir können noch Interesse haben. Irgendwo in Afrika, ja, das wäre nicht schlecht. Weil wir da vielleicht eine Kolonie gründen wollen. Ich halte es mal offen. Das bringt uns, glaube ich, jetzt eh noch nichts. Obwohl, doch, da können wir handeln, ne? Mit Russland haben wir schon. Da können wir schon handeln. Großbritannien sind wir auch schon über die Nordsee. Das könnte auch Dänemark, stimmt, das wird dann auch zu uns gehören. Ich lasse es mal offen.
offen, oder? Ja, ich lasse mal offen. Ich lasse es erstmal offen, unser weiteres Interesse. Kommen wir da auch wieder raus aus dieser Karte? Ja, so. So, hier wird fleißig gebaut. Wir haben schon 50, aber unser General kann nur 46, okay. Jonas Bantzen ist gestorben. Er war Pazifist bei den Landbewohnern. Sehr gut. Wer ist denn jetzt bei den Landbewohnern? Ein Bauernaufstand gegen Großbritannien. Interessant. Pass mal auf. Landbewohner. Was mal gucken. Die gibt es nicht mehr. Die Landbewohner sind weg. Wahrscheinlich, weil sie zu unwichtig geworden sind. Das ist interessant. Dann haben wir auch nur noch zwei Parteien. Die Volkspartei und die Radikale Partei. Das sind die einzigen beiden, die es noch gibt. Und bald sind Wahlen. Das ist jetzt wirklich interessant, dass es die nicht mehr gibt. Sehen wir das bei den Pops? Pass mal auf, hier. Bei den... Nee. Bevölkerung. Wir müssen zur Bevölkerung. Hier, Bevölkerung. Detaillierte Liste. Da müssten die doch... Ja, hier. Da sind die noch da. Die Landbewohner, da sind die Landbewohner. Die haben jetzt Gustav Adolf Wirgen, einen Gemäßigten, und sie sind eine randständige Interessengruppe mit 68.000 Vertretern. Die sind einfach zu unwichtig, offensichtlich. 68.000 merken wir uns mal. Wie viel haben denn zum Beispiel die Kleinbürger? Die haben 164.000 und sind in der Regierung und sie sind eine führende Interessengruppe. Da die Interessengruppe Kleinbürger die höchste politische Stärke in der Regierung hat, wird sie als führende Interessengruppe angesehen. Tatsächlich? Die Kleinbürger haben die größte Macht? Ja, stimmt, tatsächlich. Und die Grundbesitzer sind weniger mächtig, aber der König ist ja ein Grundbesitzer. Und daher passt das wieder zusammen. Möchte der Partei Radikale Partei beitreten, möchte der Partei Radikale Partei beitreten. Ah, hier sehen wir die randständigen Landbewohner und die Kirche. Die Kirche ist auch randständig inzwischen geworden. Ja, Wahnsinn. Na gut. Wie hat sich das jetzt verändert, oder? Ich habe das Gefühl, dass das sich verändert hat. Vormundschaft, Präsidialrepublik, Werterepublik, Nationalgarde, Geheimpolizei. Geheimpolizei, Nationalgarde. Ja, genau, das waren diese beiden Möglichkeiten. Beides ist sehr angesehen. Wir haben hier noch die Berufspolizei. Das wäre auch sehr angesehen. Das können wir vielleicht beschließen. Im Moment haben wir die örtliche Polizeidienststelle. Das finden die eigentlich gar nicht so gut, die Leute. Da haben wir Gesetzeshüter, und zwar plus 20 politische Stärke für Grundbesitzer und minus 40 Staatsabzüge durch Aufruhr. Und dann bei der Berufspolizei hätten wir dafür statt die Möglichkeit für die Grundbesitzer, hätten wir stattdessen plus 2 maximale Investitionen, genau, minus 10 radikale durch sinkende Lebensstandard und minus 30% Staatsaufruhr durch. Das ist eigentlich für uns super. Das machen wir. Das machen wir, das mögen die Leute auch. Ich glaube, das passt. Wir haben jetzt gar nicht geguckt, aber die Landbewohner mögen es nicht, aber. Und die Grundbesitzer sind dagegen, ja gut. Das wundert mich nicht. Wir probieren es einfach mal, das einzuführen, die Berufspolizei. So, unsere Bataillone sind gebaut, wir haben jetzt 54, bräuchten noch einen zweiten General. Die Frage ist, haben wir eine zweite Front? Das warte ich nochmal ab. Mit den jüngsten Investitionen ins Gorn hat die Rohstoffindustrie dort einen positiven Saldo für Fischereianleger erzielt. Interessengruppen haben es eilig, die Ehre dafür zu beanspruchen. Die IG, die Interessengemeinschaft Industrielle, verdient die Anerkennung. Schweden erhält industrielle Leistung für 2 Jahre plus 10 Pop-Anziehung. Die Grundbesitzer sollen die Anerkennung bekommen. Okay, auch plus 10 Pop-Anziehung für die Grundbesitzer, oder die Arbeiter sollen anerkannt werden. Minus 1 Zustimmung Industrielle, minus 1 Zustimmung Grundbesitzer, plus 10 Pop-Anziehung Gewerkschafter. Die Industriellen, die Grundbesitzer sollen mehr bekommen. Ja. Das finde ich gut. So, 6 Bataillone in Reserve, starten in Aufruhr. Das hat sich leider nicht verändert. Die Artillerie ist teurer geworden, da muss man auch was machen. Kann man das erklären, wissen wir auch schon. Ja, dann würde ich sagen, ich speichere vielleicht vorher mal. So.
Und dann schauen wir mal, was der Krieg so bringt. Wir haben es jetzt 20 nach 8, ja. Also den Krieg werden wir auf jeden Fall noch durchziehen. Das Spiel verlassen noch nicht. So. Den Krieg werden wir auf jeden Fall noch durchziehen. Ich weiß noch nicht, ob wir noch einen General rekrutieren, aber jetzt machen wir erstmal den Marionettenzwang. Dänemark, Hatzenberg, Schleswig, Ojo, Norwegen wird auf unserer Seite kämpfen. Genau, stimmt, die habe ich noch gar nicht mitgezählt, die haben wir auch noch. Und Russland könnte sich unserer Seite anschließen, das werden wir noch gucken. Bei den anderen müssen wir mal gucken, was passiert. Damit haben wir jetzt ein Diplomatie-Spiel. Jetzt lassen wir es erstmal ein bisschen laufen, weil noch passiert nichts. Veteranenberatung aktiviert. Das liegt jetzt auch an dem neuen Gesetz, glaube ich. Intellektuell Sozialkritik deaktiviert. Damit haben wir noch ein bisschen mehr Prestige. Grundbesitzer hat, es wurde leider auch deaktiviert, mehr Einfluss. Da haben wir aber immer noch genug. Wein ist teurer geworden. Hartholz, Sprengstoffe sind billiger geworden. Ja. Fleisch ist billiger geworden. Tuch ist billiger geworden. Okay. Wir sind im Plus. Das ist gut. So, das läuft jetzt durch, bis wir hier hinkommen. Und dann können wir diese zu uns ziehen, zum Beispiel Russland auf unsere Seite ziehen, aber den müssen wir dann wahrscheinlich was anbieten, vielleicht ein Gefallen oder sowas. Hm. Eingesetzte Verwaltung soll wiederhergestellt werden, interessant. Eine Protestbewegung. Und Wahl ist in 160 Tagen, das stimmt. Ja, warum ich überlege, ob wir zwei Admirale, Generäle brauchen. Wir brauchen pro Front einen. Ich weiß nicht, wie viele Fronten wir jetzt gleich haben werden. Es kommt da ein bisschen drauf an, ob wer noch mitkämpft. Italien eine Importroute für Kriegssegelschiffe erstellen. Okay. So, dann gucken wir doch mal. Dänemark wird zur Marionette und sie selber möchten Kriegsreparationen von uns haben. So, wir könnten beeinflussen Russland, Frankreich, den Norddeutschen Bund und Spanien. So, was möchte denn zum Beispiel Russland dafür haben? Russland würde wahrscheinlich nicht mitkämpfen, oder? Weil sie haben keine Grenze. Der Norddeutsche Bund möchte wahrscheinlich auch Länder haben. Haben sie sich jetzt Holstein? Ich glaube, die haben sich Holstein schon geholt. Verdammt, die haben sich Holstein schon geholt. Es ist nur Schleswig übrig. Schade. Also was würden die denn haben wollen? Die würden gerne eine Verpflichtung haben wollen. Das wäre... Russland möchte gerne eine Verpflichtung. Okay. Was möchte Frankreich? Frankreich möchte auch eine Verpflichtung. Nee, warte mal. Da ist ja Minus. Frankreich möchte die Sklaverei Echten anbieten. Ein anderes Land zwingen, die rückständige und unmenschliche Praktik der Sklaverei abzuschaffen. Marionettenzwang, Dominionzwang. Okay, das kommt jetzt für uns eh nicht in Frage. Was würde Russland wollen? Verpflichtung reicht ihnen nicht. Vertragshafenforderung. Ein anderes Land zwingen, einen Vertragshafen abzuschaffen. Sie möchten tatsächlich von uns oder von Dänemark einen Vertragshafen haben. Das kommt für uns auch nicht in Frage. Eigentlich. Staat erobern. Sie möchten wahrscheinlich Schleswig-Holstein haben. Beziehungsweise Schleswig haben. Das kommt auch nicht in Frage. Wie schaut es mit Spanien aus? Spanien möchte Regimewechsel. Ein anderes Land zwingen, die eigene Regierung und Gesetze zu ändern, sodass sie besser zur eigenen Regierung passen. Oder Demütigung anbieten. Oder Vertragshafenforderung. Ja, das ist irgendwie... Was wollen sie denn da genau? Kann ich das mal anklicken? Ohne, dass das passiert? Ja. Seeland oder Jütland? Ja, ja, klar. Ganz sicherlich nicht. Was wollen sie hier? Dänemark wird gedemütigt. Ja, aber Spanien auf unserer Seite zu haben, bringt uns wahrscheinlich eh nichts. Ich glaube, das bringt uns alles nichts. Schauen wir noch mal kurz zu Frankreich. Ojo wird zur Marionette. Wo ist denn Ojo? Eine Nebenmacht. Mit 3 Millionen Einwohnern. Ich wüsste, wo Ojo ist, wäre ich ja schon glücklich. Kann ich das irgendwie? Ja, hier. Ojo wird zur Marionette von Frankreich. Da würden wir Frankreich aber sehr stärken. Das möchte ich eigentlich nicht. Wir brauchen keinen Verbündeten. Wir brauchen im Moment keinen Verbündeten. Wir können das auch ohne schaffen. Wir hätten sowieso nur eine Front, nämlich hier. Zumindest interpretiere ich das so. Und wir müssten Dänemark eigentlich leicht unterwerfen können. Das müssten wir eigentlich gut schaffen können. Vor allem, wenn wir noch einen zweiten General vielleicht holen. Der ist ja eher für die Verteidigung gut. Vielleicht haben wir noch einen, der für den Angriff gut ist. Oh, was ist hier passiert? Österreich. Österreich ist auf Seiten Dänemarks eingestiegen. Das ist natürlich blöd. Tja. Schauen wir mal, was die jetzt haben wollen.
könnte Ihnen Oyo einen Vertragshafen anbieten. Okay. Und was möchten Sie vielleicht haben? Staat erobern. Ja, ein Stück von Österreich. Der Deutsche Bund kriegt ein Stück von Österreich. Das finde ich gut. Welches denn? Venetien. Ach, das wollen Sie nicht. Sie wollen. Ja, nee, das wollen Sie alles nicht. Sie wollen tatsächlich Schleswig haben, aber das kommt für uns nicht in Frage. Dann Spanien. Demütigung, das könnte ich machen. Dänemark wird gedemütigt. Was bringt das nochmal genau? Das kann uns eigentlich egal sein, oder? Machen wir das. Komm, machen wir das. Ach so, stimmt, wir müssen ja auch mal mobilisieren. Wir müssen mobilisieren. Wie mobilisieren wir nochmal? Hier beim Militär wehrpflichtige Armee. Überall. So. Und dann auch die Generäle mobilisieren. Also das muss man eigentlich noch nicht machen, ne? Machen wir noch mal noch nicht, da warten wir noch kurz, weil das kommt sofort. Das ist die Frage, ob wir ihn hier. Ja, da warten wir noch mal ab. Das sehen wir ja dann. So. Wie schaut es mit Spanien aus? Die Frage ist, wird Österreich überhaupt hier in den Krieg mit eintreten, wenn sie gerade gegen den Norddeutschen Bund kämpfen? Ich glaube ja eher nicht. So, Spanien stellt sich auf die Seite von Schweden. Sehr schön. Das heißt, wir haben die zumindest mal auf unserer Seite. Und jetzt. Die Niederlande möchten nicht. Wie schaut es hier aus? Die würden nur für Staat Eroberndes machen. Ja, das kommt nicht in Frage. Und dann kommt eigentlich nur noch Frankreich in Frage. Ächtung anbieten, Marionettenzwang, Dominionzwang, Vertragshafen. Dänemark unterwerfen. Ojo wird unterworfen. Ja, das möchte ich aber eigentlich nicht. Regimewechsel anbieten. Regimewechsel in Ojo. Das könnten wir machen. Das könnten wir tatsächlich machen. Das kostet uns kaum was. Regimewechsel in Hudson Bay würde so tatsächlich England, glaube ich, ein bisschen stören. Im Moment sind sie in der Handelskompanie und was soll sich da verändern? Wir sehen es nicht genau, ne? Pass mal auf. Nehmen wir Oyo. Oyo hat 3 Millionen Bruttoinlandsprodukt und Oyo hat 13 Millionen. Ich nehme mal Oyo. Das bringt Frankreich weniger, glaube ich. Bin ja schon fast ein bisschen nervös jetzt, was diesen Krieg angeht. Oh, uns da nicht übernommen haben. Frankreich ist auf unserer Seite, sehr gut. Frankreich ist auf unserer Seite. Wie schaut es denn dann aus? Dann haben wir, ich glaube, die noch 0, weil wir noch nichts initialisiert haben. 51 gegen 382 im Moment. Aber das ist nur das, was in Wirklichkeit schon da ist. Das ist nicht das, was wir noch holen können. So, wir könnten noch Preußen holen, aber wie gesagt, das wollen wir nicht, weil die wollen ein Stück vom Kuchen haben. Und das wollen wir ihnen nicht geben. Die sind schon stark genug gewachsen hier jetzt. Hannover wird das nächste Ziel von Preußen sein. Aber Preußen geht es nicht so gut. Also Österreich hat hier schon Fortschritte gemacht. Warum können wir eigentlich Russland nicht reinholen? Die möchten einfach nicht, ne? Russland kämpft in einem anderen Krieg. Ach so, weil sie auf derselben Seite wie Österreich kämpfen. Deswegen können sie jetzt nicht dagegen Österreich kämpfen. Macht Sinn. Fisch wurde abgebrochen. Ja, da bin ich mal gespannt, was jetzt da gleich passiert. Aber so wie es ausschaut, haben wir nur eine Front, nämlich die hier. Ich meine, wir haben auch hier unten theoretisch eine Front. Da ist auch nochmal Dänemark. Da ist Dänemark und da ist dann Ojo. Also haben sie doch eine Kolonie. Sehr schön, die kriegen, würden dann wir kriegen. Was gibt es da? Schwefel. Da gibt es Schwefel. Das ist ja wunderbar. Da gibt es Bananen, Baumwolle, Zucker. Zucker ist auch sehr gut. Wunderbar. Niederlande erklärt Neutralität. Okay. Schwefel und Zucker und Färbemittel. Das ist ja fantastisch. Das ist ja fantastisch. So. Der Krieg ist fast da. So wie es für mich ausschaut, haben wir wirklich tatsächlich nur eine Front. Wir könnten jetzt mal mobil machen. Ich hole trotzdem noch mal einen zweiten General. Komm, was soll der jetzt? Was haben wir denn für eine Möglichkeit? Wir haben Jesper Lindsbergson, der sehr ähnlich ausschaut wie unser König.
Ein erfahrener Offensivplaner, plus 20% Offensive und sehr sorgfältig. Der schaut gut aus. Der würde 23 befehligen. Und hier Defensivstratege. Ne, wir brauchen einen Offensivmann. Wir holen uns den. Und ich weiß nicht, würden wir den auch tatsächlich. Den können wir befördern, können wir entlassen. Den könnten wir auch befördern. Dann wären die beide gleich stark. Rolle General. Der ist Royalist sogar. Ja, dann passt es ja, dass er besser ist. Dass er sozusagen einen höheren Rang hat. Ja, wir nehmen mal die beiden. Er ist, glaube ich, nicht so ein guter Offensivtyp. Das ist eigentlich besser für die Forschung. Da sollten wir hier beim Journal, da soll es doch eigentlich Forschungen geben, oder? Expedition zu suchen nach Quelle des Nils. Das können wir nicht machen, weil Schweden hat ein Interesse an der Strategierikon Zansch. Aha, da müssen wir also hin. Da müssen wir hin. Das ist also die große Ausstellung abhalten. Da bräuchten wir eine Kunsthochschule oder eine Uni mit Rang 10 oder Sverland braucht ein Stadtzentrum mit 20. Wilden Westen Amerikas kartieren. Hat ein Interesse an der Pazifikküste. Okay. Ja, die Quelle des Nils kartieren wäre doch eigentlich was. Ein prestigereiches Projekt. Wir können ja auch noch Interessen machen. Opium haben wir einen Warenzufuhr knappheit von Opium. Den sollten wir tatsächlich importieren. Pass auf. Hier geht das noch, oder? Handelsrouten, Waren mit Export, nee, Import. Opium. Wo ist denn Opium? Opium ist hier gar nicht dabei. Na also, das ist zwar wieder hier ein Fake News offensichtlich. Exportieren könnten wir Dünger. Oh ja, schaut mal. Das ist tatsächlich wahr. Dünger können wir sehr gut exportieren. Ja. So, machen wir mal. Russland ist neutral. Okay. Gut, jetzt kommt der Krieg. Wenn das hier oben vollgelaufen ist, wird es zum Krieg kommen. Nur 70 Tage haben wir auch Wahl, mitten während dem Krieg. Ist das schon so weit? Die Front 333 insgesamt an der Front von Spanien, von Schweden, von Norwegen und von Frankreich. Wahnsinn. Das ist ja der Hammer, wie viele hier an der Front sind. Und das sind nur 31 von der Hudson Bay und von Dänemark. Ja, wir haben tatsächlich nur eine Front, so wie es ausschaut. Da unten eventuell noch, aber da muss ich dann Frankreich drum kümmern. Also, das ist ja was. Es ist ein Krieg mit Dänemark ausgebrochen, richtig. Dänemark wird zur Marionette, Dänemark wird gedemütigt und das Regimewechsel in Ojo. Es war eigentlich für uns relativ günstig, was wir da bieten mussten. Und dafür haben wir aber halt hier auch Österreich auf der anderen Seite mit 387 Soldaten. Und das ist natürlich schon echt heftig. Das ist schon eine Hausnummer. Mal schauen, ob wir da irgendwie bestehen können. So. Einberufung, richtig, müssen wir auch machen. Okay. Also, kümmern wir uns mal nicht darunter. Ist jetzt hier eine Front? Ich sehe hier keine Front. Ich sehe hier tatsächlich keine Front, da wird also keine Front sein. Hier ist eine Front und wir müssen auch noch hier eine radikale Ausweitung machen. Die Idee einer Partei, die radikale Partei, haben in der gesamten Nation Aufmerksamkeit erregt und zu möglichem Aufruhr geführt. Sie sollen sich noch weiter ausbreiten. Plus 20 Momentum für die radikale Partei. Plus 2 Pops werden radikal. Oder sie kompromittieren die Einigkeit Schwedens. Minus 2 Momentum und minus 2 für die Intellektuellen. Aber die Intellektuellen sind eh schon sehr... Na gut, die sind bei minus 2. Das passt. So, dann müssen wir jetzt alle Generäle mobilisieren, jawohl. Das kostet jetzt Geld. Und wir würden beide hier hinschicken, an die Front, oder? Es kommt zu einer Schlacht tatsächlich sogar schon. Wie verschicken die mir die? Wie machen wir das nochmal? Da gab es doch, ja genau, Front voranbringen. Er war ja mehr der Verteidiger. Standhafter Verteidiger. Das heißt, er kann Front verteidigen machen. Und er hier mit den eigentlich weniger Männern kann Front voranbringen machen. Aber ich glaube, da die alle an derselben Front kämpfen, passt das schon. Irgendwie erkenne ich nicht ganz die Front. Ich glaube, das ist einfach dieser Knödel, oder? Das ist der grüne Knödel, ist die Front. Und hier unten ist, glaube ich, keine Front. Nein. Unsere Schiffe. Was können die machen? Die können Konvois überfallen. Und zwar hier in Dänemark. So machen wir das jetzt. Bin gespannt, wie der Krieg verlaufen wird, ob wir den Krieg gewinnen werden. Unser erster Krieg.
Interesse also auch klären. Das ist ja ein Auftrag. Frankreich hat das Embargo gegen Großbritannien beendet, okay. Was ist denn das hier eigentlich? Also das ist allgemein der Kriegsstand. 98,5. Ich glaube, das ist der Kriegswille. Front. Ja, hier ist die Front. Da ist Österreich noch nicht aufgetaucht, so wie ich das vermutet habe, weil Österreich gerade hier beschäftigt ist gegen Preußen. Die haben Besseres zu tun als jetzt. Oh, schaut mal. Frontkämpfer zu Italien? Nein. Zu Frankreich, ja. Die haben Besseres zu tun, als jetzt hier gegen uns zu kämpfen, offensichtlich. Ja, und hier ist ein Kampf zwischen Frankreich und Dänemark und entscheidet sich leider für Dänemark. Dieser Kampf. Das ist sehr schade. Aber das ist jetzt der erste Kampf. Was ist denn das hier? Erschöpft. Oh, minus 15% Moralschaden. Der Marsch durch schwieriges Gelände laugte die Truppen aus, ehe die Schlacht überhaupt begann. Dampfhilfsaggregate haben wir freigeschaltet. Sehr gut. Eine neue Produktionsmethode für unsere Minen. Das werden wir natürlich, obwohl wir im Krieg sind, trotzdem sofort einsetzen. Das war hier, oder? Nee. War das hier? Ja. Damit verbrauchen wir Motoren, Kohle und Motoren. Wir brauchen weniger Arbeiter. Das sollten wir in Norland einführen. Genau, damit wir mehr Arbeiter in Norland bekommen. Das war der Plan. Gut, in den anderen Ländern müssen wir es eigentlich nicht einführen, weil da haben wir noch genug. Höchstens hier, doch in Skorne könnten wir es auch gebrauchen. Für die Kohleminen. Ja, das ist doch fantastisch. Okay. Schossen hier eigentlich inzwischen aus mit den Arbeitern. Eieiei, warum Felder kann nicht voll besetzt werden? Aber hatten die Felder nicht jetzt auch inzwischen eine neue? Ja, Dünger. Dafür brauchen wir mehr Dünger, stellen aber auch mehr Getreide her. Wir brauchen mehr Landwirte. Weniger Kleriker, weniger Arbeiter. Ich werde mal auf Dünger umstellen. Da haben wir keinen. Doch, da unten haben wir auch Roggenfelder. Bitte Dünger. Können wir das nicht für alle machen? Warte mal halt. Ländlich Roggenfelder. Genau, hier müsste es doch gehen. Hier geht das auch zentral. Sehr gut, da muss man nicht jedes einzelne anklicken. Gut, dann haben wir das geschafft und das war ja unsere eigene einzige Landwirtschaft, soweit ich weiß. Die Holzfällerlager müssten auch mal ausgebaut werden. Dampfhilfsaggregat hier vielleicht auch. Bräuchten wir auch Kohle? Nee, aber das ist eher nur interessant, wenn wir mehr Arbeiter brauchen. Das könnten wir in Norland tatsächlich auch machen. Wie machen wir das in Norland? Sollte passen. Was haben wir denn noch in Norland? Wir haben noch in Norland Fischerei. Da können wir Kühllager und so weiter, aber das haben wir alles noch nicht. Was haben wir, ups, was haben wir noch in Norland? Viehhöfe. Gibt es dann auch noch eine Möglichkeit? Stacheldrahtzäune, Elektrozäune. Aha, braucht auch weniger Arbeiter, weil wir wahrscheinlich zum Beispiel keine Hirten brauchen, die aufpassen auf unsere Kühe. Die würden mehr Werkzeug verbrauchen und dann finden noch mal mehr Fleisch produzieren. Schlachthöfe können wir eigentlich auch einführen, oder? Inzwischen haben wir genug Werkzeug, machen wir das doch auch. Schlachthöfe, Viehhöfe hier. Können wir machen. Können wir machen. So, wird mehr Fleisch hergestellt. Okay. Ich hoffe, das bedeutet, dass sie auch immer noch produktiv sind, aber wir müssen gucken. Einstellen? Nein. So, jetzt eine Forschung. Was vor erforschen wir? Ich hatte mir, glaube ich, schon Anilin wollten wir haben. Ne? Da müssen wir jetzt den Gummi machen. Der Gummi bringt uns Gummiplantagen und dann kommen wir an Anilin. Okay. So, wie schaut es jetzt hier unten aus? Da ist die Schlacht immer noch im Gange. Die ist noch nicht beendet. 1000 Tote auf der französischen Seite und 3500 Verwundete, aber ungefähr genauso viele auf dänischer Seite. Also eine Wahl. Volkspartei hat 339.000 Stimmen bekommen und die radikale Partei nämlich nur 200.000. So schaut es nämlich aus. Die sind gar nicht so beliebt. Was bedeutet das jetzt für uns? Was ist das? Ja, wir können eine Regierung umbilden. 180 Tage noch. Das werde ich aber mal
zwischen den Streams werde ich das mal mir genauer angucken. Ich hoffe, dass der Krieg jetzt nicht so lange dauert. So, die Wahl. Was hat sich jetzt da verändert? Die radikale Partei ist doch stärker geworden, habe ich jetzt das Gefühl. Die sind doch nicht schwächer geworden, die sind doch stärker geworden. Warum die bitte schon eine Guillotine hier als Zeichen? Das ist ja grauenhaft. Ich glaube, wenn wir hier hingehen, sehen wir es ein bisschen besser, ne? Die Industriellen sind die Volkspartei. Die Landbewohner sind jetzt hier auch wieder dabei. Die sind jetzt offensichtlich nicht mehr unwichtig. Nicht mehr randständig. Okay. Die Streitkräfte, die wollten wir eventuell in die Regierung mit reinnehmen. Ja, das passt. Und das ist die Volkspartei mit den Industriellen. Marktliberal sind die, oh Gott, das wird neutral gegen Monarchie, okay. Naja. Kümmern wir uns jetzt erstmal nicht drum, jetzt schauen wir uns den Krieg weiter an. Keine laufende Schlacht, aber bald wird es wieder eine geben. Base, Konvois wurden versenkt von unserer Flotte. Das ist sehr schön. Hallo. Fleisch ist billiger geworden. Motoren werden teurer. Ja, weil wir jetzt mehr Motoren verbrauchen. Und Dünger wird teurer, weil wir mehr Dünger verbrauchen. Das war aber klar. So, eine aktive Schlacht. Frankreich gegen Hudson. Und schon wieder verliert Frankreich. Warum eigentlich immer Frankreich? Wir sind doch auch da. Ach, wir sind wahrscheinlich noch nicht da, oder? Wir sind noch nicht da. Wir marschieren, glaube ich, noch hin. Kann das sein, dass wir noch gar nicht da sind? Doch, wir sind da. Wir sind da, aber wir werden irgendwie nicht gezählt. Kann das sein? Unsere Verbündeten sind einfach viel mehr. 349 Verbündete. Frankreich hat allein 214 Bataillone an die Front geworfen. Wow. Warum verliert denn dann Frankreich die ganze Zeit, wenn sie so viele Bataillone hier haben? Das ist schon merkwürdig. Warte mal, jetzt hat doch hier mal wieder was. Die Interessengruppe war einst einflussreich, ist jetzt randständig. Okay, also die Landbewohner sind wieder randständig geworden, interessanterweise. Ich beobachte das hier, damit wir noch genug Zeit haben für die Regierungsbildung. Österreich, schaut mal das an, hey. Österreich ist komplett von Preußen besetzt, könnte es sein? Nein, das bedeutet nur, dass wir mit Österreich im Krieg sind. Und dieses Gebiet hier ist von Österreich besetzt. So rum ist es richtig. Und das ist Frankreich und Spanien, die mit uns zusammen verbündet sind. Und Norwegen ist mit uns zusammen verbündet. So. Wie schaut es hier aus? Was ist hier los? Dänemark hat die Schlacht gewonnen. Die Hatzenberg hat die Schlacht gewonnen. Okay. 16, 14. Aber das ist doch das Zeichen von der Hudson Bay. Und das ist das Zeichen von 8 Norwegen. Hier ist gerade eine Schlacht von Norwegen und Norwegen verliert. Wir verlieren hier irgendwie jede Schlacht. Das ist ja schrecklich. Was ist da los? Unsere versenkten Konvois. Ein feindlicher Admiral hat 72 unserer Konvois versenkt. Wir vermuten, dass der Angriff in einem dieser Seegebiete erfolgt, im Nordsee oder Ärmelkanal. Das ist schlecht. Artillerie, Handfeuerwaffen, Kohle und Lebensmittel und Transport. Ah, hier sehen wir das. Das blau ist, glaube ich, Norwegen. Schätze ich. Fürchte ich fast. Und das rote ist. Das sind die. Ihr Verbündeter war siegreich. Ihr Verbündeter Hatzenbeer-Kompanie war siegreich. Das ist nicht unser Verbündeter. Unser Verbündeter ist Norwegen. Erfolgreiche Verteidigung. Okay, hier ging es um die Verteidigung. So, nächste Schlacht. So verliert wieder Frankreich. Verdammt. Gegen Dänemark. Sie wollen voranschreiten und die verteidigen. Deswegen. Und hier haben wir 44 gegen 43. Also eigentlich ist es relativ gleich. Moderne Krankenpflege freigeschaltet. Sehr schön. Die Offensive durch Armeeoffensive 19 gegen 20. Das ist eigentlich relativ gleich, aber trotzdem verlieren wir die Schlacht. Das ist sehr schade. Ja, wir müssen jetzt gleich die Regierungsbildung machen. Da werde ich wahrscheinlich abbrechen heute den Stream. Wir haben es schon. Ja, Viertel vor 9. Versenkte Konvois, Einberufungsstellen breiten sich aus. Wissen über die Technik Einberufungsstellen. Okay. Passt. Oh, schaut mal hier. Der tapfere Lokführer. Ein Zugunglück in Svealand hat beinahe zu vielen Toten geführt. Wenn der Lokführer nicht so rasch gehandelt hätte, heldenhaft verlor er dabei sein eigenes Leben. Nur wenige starben, doch es wird etwas dauern, das Wrack zu beseitigen.
Der Himmel sei Dank für kluge Lokführer. Minus 5 Infrastruktur oder Bahnangestellte sollten mehr dafür bekommen, auf der Arbeit zu sterben, als nur ein eigenes Lied. Auch minus 5 Infrastruktur, aber die Gewerkschaft bekommt plus 15 politische Stärke und plus 1 Interessengruppen Zustimmung. Wir sind im Moment bei minus 4. Ja. Wollen wir die Gewerkschaft stützen? Was stehen denn die nochmal? Ich schau mal ganz kurz nochmal kurz die Gewerkschaft zusammen an. Na. Was ist denn los? Wie will der hier nicht die Gewerkschaft anzeigen jetzt? Das sind Pazifisten, das heißt, die sind sowieso gerade gegen den Krieg wahrscheinlich. Egalitär bedeutet wahrscheinlich auch gegen den König, oder? Ja, sie sind streng gegen die Monarchie und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Und deswegen machen wir das erste. Krankheiten unter den Verwundeten. Die Zahl der Todesfälle unter den verwundeten Soldaten durch Krankheiten ist in die Höhe geschnellt. Das ist besonders erregend. 120% Genesungsrate oder ein Teil der Last soll der medizinische Zivilsektor übernehmen. Plus 5% Sterblichkeit. Oh. Ne, wir machen weniger Genesungsrate. Das passt schon. Und dann hier. Inspirierende Rede für die Öffentlichkeit. Heute Nachmittag hielt Karl Nordenskjöld, das Oberhaupt einer Interessengruppe Streitkräfte, eine Brandrede für die Einführung einer neuen Gesetzgebung der Berufspolizei. Das würde den Weg zu Reformen erheblich erleichtern, bis 15% Erlassungserfolgschance oder Auftritte wie diesen rücken Karl Nordenskjöld in seine Sache in ein gutes Licht. Er bekommt Beliebtheit. Ja, nee. Wir machen mal Erlassungserfolgschance. So, gut. Wie schaut's jetzt aus? Immer noch dieselbe Schlacht, ne? Ach, ist das ärgerlich. Das ist ärgerlich. Da kommt bei unser Offensivtyp an die Reihe und gewinnt mal eine Schlacht. Das wär sehr erfreulich. Wenn es so weitergeht, kommt doch Österreich noch in den Krieg rein, weil dann der Kampf mit dem Deutschen Bund vorbei ist. Und dann haben wir ein Problem. Was ist jetzt los? 116 zu 34. Also eigentlich sind wir weit überlegen. Ich verstehe das gar nicht, warum wir da überhaupt keinen Erfolg haben, was den Kampf angeht. So, was ist hier los? Komm, wolltest du überfallen? Ja. Das wissen wir. Inaktive Handelsrouten, Motoren mit Österreich ist nicht aktiv, weil wir im Krieg sind. Das macht Sinn. Der Opium ist knapp. Teure Militärwaren, Artillerie und Opium. Vielleicht sollten wir Opium importieren. Fleisch ist unproduktiv. Mit Spanien, ja. Okay. Und Dünger ist unproduktiv. Dann weg damit. So, eine Schlacht warten wir vielleicht noch ab. Sollte gleich eine beginnen. Ja, jetzt beginnt wieder eine. Ach, Spanien gegen Dänemark und Spanien verliert schon wieder. 26 gegen 47. Hier wiederherstellen haben wir eine Unterstützung mit Radikalität 2. Das ist jetzt gar nicht so tragisch. Ich meine, die Dänen müssten sich doch eigentlich auch abnutzen, weil sie ja nur 34 haben zu 417. Das heißt, die müssten eigentlich weniger werden. Und wir haben auch mehr Initiative, wie es ausschaut, weil wir hier stärker und schneller nach vorne preschen können. Wie schaut es da aus? 25 Tage. Okay. Dann werde ich jetzt erstmal abbrechen. Und den Stream für heute beenden, weil wir müssen dann die Regierung neu bilden, bevor wir weitermachen mit dem Krieg, weil sonst haben wir dieses Zeitfenster verpasst und diese Regierungsumbildung möchte ich mir gerne gut überlegen, deswegen werden wir das im nächsten Stream machen. Ich werde jetzt erstmal in den Quatschmodus gehen.